Ihr wollt wissen, was ich mit diesem Gerät jetzt mache beim Nähen? Ganz einfach, ich zeig's euch. Um Nahtzeichen später mit Kreide auf den Stoff übertragen zu können, ist es hilfreich, diese Nahtzeichen einzuschneiden. Das habe ich früher immer, wie ihr bestimmt auch, mit der Schere. Ich habe immer ein kleines Dreieck reingeschnitten, dann könnte man später mit der Kreide gut durchzeichnen. Dafür habe ich mir jetzt diese sogenannte Kerbschlitzzange, cooler Name, gekauft. Und ich meine, guckt euch das mal an. Genial, oder?